Moment, ich muss nur die PlayStation 2 starten und es geht einfach schon los. Ich gehe schon rüber und dann starten wir das ganze Bums-Ding. Moment, Moment. So, die PlayStation 2 fährt hoch. Let's fetz. Da ist er ja, der liebe Wolf. Da ist er ja. Da bist du ja. Na, alles fit? Natürlich. Die gebe ich dir. Zack. Hat mal wieder nicht geklappt. Warum? Was ist denn hier wieder los? Hallo? Bot? Dumm oder? Geht doch. Hä? Was ist denn jetzt los auf einmal? Bei mir alles super, das ist schön. So, jetzt starten wir hier erstmal. Sly Raccoon, PlayStation 2. Und da wären wir. Herzlich willkommen bei Sly Raccoon PlayStation 2. Ne? Gewünscht vom lieben Wolf. Ja, original auf der PlayStation 2 gespielt natürlich. Ja, ihr wisst das, ihr kennt das. Hier wird nichts simuliert. Ja, Sly Raccoon. Ja, von Sucker Punch Studios. Sucker Punch war oder ist eben bekannt für die Sly Raccoon-Reihe. Infamous und Ghost of Tsushima. Das ist eigentlich alles, was sie so gemacht haben. Und das war einer der ersten Werke von denen. Ja, davor haben sie noch Rocket Robot on Wheels auf der N64 gemacht. Aber dann direkt Sly Raccoon, dafür sind die dann auch ein bisschen bekannt geworden. Wie gesagt, dann auch Infamous 1 und 2 und Festival of Blood, Second Light und First Light. Also wirklich die ganze Infamous-Reihe. Und eben zuletzt Ghost of Tsushima. Also die haben es schon drauf, die machen geile Games. Genau, Sly Raccoon kam 2002 raus und ja, wir spielen hier diesen lustigen Waschbär in der Cell-Shading-Grafik, wie ihr seht. Das ist eine tolle Comic-Cell-Shading-Grafik. Altert ja eigentlich grundsätzlich ganz gut. Und ich würde sagen, starten da mal rein mit Select, weil er, glaube ich, hier schon Spielstand hat oder so. Neues Spiel, ja. Leider gibt es noch keine Untertitel oder so, deswegen. Ja, neues Spiel. Einfach hier kann ich das überschreiben. Spiel löschen. Ja, weg mit dem Scheiß. Braucht kein Mensch mehr. Ich habe nur kurz reingeschaut, um hier den Bildschirm schon mal anzupassen, ne? Damit hier alles fein zugeschnitten ist. So, neues Spiel. Let's go. Sly! Oh, ein bisschen Untertitel. Ja, ich höre dich. Laut und sehr laut. Sorry, bin halt ein bisschen. Ich mach mal meine Cam weg. Immer aber kein Buch ins Zähle das als Cutscene. Mach dich locker, Bentley. Du sitzt doch sicher im Van. Ich bin der Dieb hier. Ich muss Inspektor Carmelita Fox diese Akte stehlen. Okay, du kannst auf meine Augen und Ohren zählen, Kumpel. Ich habe das Sicherheitssystem voll im Griff. Um da hineinzukommen, musst du durch den Luftschacht dort gehen. Okay, ich gehe rein. Und vergiss nicht, dass ich am Steuer sitze, Sly. Du musst dir nur die Akte schnappen und wieder zurück zum Wagen kommen. Den Rest machen wir. Lass einfach nur den Motor laufen, Murray. Ich bin sofort unten. Ja, so wie es aussieht, sind wir eine kleine Diebesbande. Ja. Bestehend aus einem Waschbär. Ziemlich cool. Eben Sly. Sly Cooper. Aus Bentley. Also eine Schildkröte, Nilpferd. Ich kenne die Crew noch nicht so wirklich. Wir lernen die aber alle noch kennen. So, wir sind ja wohl in Paris. So, wie geht's dir, mein Lieber? Ganz gut. Passt. Ja, doch, doch. Hoi. Ich kann ja natürlich mit dem Stick latschen. Ach so, wenn man so springt. Ist das ein Angriff oder tut das nur so, als ob? Naja. Okay, schauen wir mal. Oh, ist cool, wie sich das da reinspielt gerade. Die Credit mit Sly Cooper steht gerade hinter meiner Cam. Das sieht ja schon mal alles ganz cool aus. Und Bentley, der Schildkröte. Aha, Bentley ist die Schildkröte.
und Murray irgendwie, ne? In weiteren Hauptrollen die teuflischen 5. Aha, es klingt nach den Hauptbossen hier oder so. Und erstmalig Carmelita Montoya Fox als die Inspektorin. Was? Erstmalig? Aber es ist doch eh das erste Game von denen. Oh, sieht schon sehr cool aus. Muss noch was erledigen. Okay, bin zwar da, aber jetzt leider ohne Ton. Okay. Ich weiß instant gar nicht, wo man hin muss. Super geil. Ach, guck mal, ich kann das kaputt machen, dann kriegen wir Münzen. Okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Also ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ist komplett blind für mich. Komplett einfach. Ne? Habe ihm nur reingeschaut, auch Ratten, um das Bild anzupassen, wie gesagt. Und ich habe es noch nie gespielt. Noch nie. Aber ich freue mich sehr auf die Reihe. Die war sehr bekannt. Und auch eigentlich recht beliebt. Ich weiß nicht, ob es ein halbes Sony-Maskottchen mal war. Sony hatte ja mehrere Maskottchen in letzter Zeit. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Muss Höhenangst sein oder so. Siehst du diese irren blauen Lichter? Ich habe davon gelesen. Waschbärenmeisterdiebe können fühlen, wenn sie etwas stehlen können. Oh, wie witzig. Das zeigt sich dann als blaue Aura. Wenn meine Forschungen stimmen, musst du nur nah an sie herangehen und die Kreistaste Geduld halten. Oh, so ein viertes Wanddurchbrechen-Tutorial. Das finde ich super. Das finde ich super. Kreistaste nah an den blauen Auren gedrückt halten. Bin dabei. Bin dabei. Voll süß. Es ist sehr charmant gemacht. Es ist... Oh, schaut euch das mal an. Es hat auf jeden Fall Charme und Witz. Viel Witz. Ich habe einiges an Slapstick, glaube ich. So, jetzt müssen wir also hier hoch. Können wir... So eine Art Doppelsprung können wir machen, ja. Machen wir das mal kaputt. Dann gehen wir hier mal rein. Ich mag auch, wie Sly animiert ist. Oh, oh. Oh, oh. Na toll. Ich hoffe, die Lautstärke passt, aber ich glaube, die passt. Die sprechen nur recht leise. Das ist so das Problem. Kein Problem für einen Meister-Waschbär-Dieb. So, jetzt nur noch. Oh mein Gott. Hoppala. Das war ein bisschen eng, oder? Aber hey, kein Problem. Kein Problem, habe ich ja gesagt. So, wo sind wir hier? Hinter der roten Tür, okay. Aber Moment, vielleicht kann ich sogar die Soundsache ein bisschen... Ah ne, ich kann nur Musik an- ausmachen. Okay, es gibt nicht mehrere Sachen zum Einstellen. Ne, dann nicht. Okay. Ist auch voll cool, wie wir hier so schleichen können. So, ey. Wenn wir den Stick ganz vorsichtig anbumsen, dann können wir schleichen. Oh, ich glaube wirklich, hab mich schon lange darauf gefreut, die Reihe mal zu spielen, tatsächlich. Ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Super charmant gemacht, ich mag so einen Schmarrn. Ich glaube, das wird mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Mhm. Können wir so raus? Können wir auch rausschauen, das ist ziemlich cool. Das ist jetzt übrigens streng genommen unser zweites PlayStation 2 Spiel, was wir hier streamen. Seit ich auch Aura-Gecko bin, sage ich mal. Ich hatte eins noch, GTA Vice City Stories. Aber das war so vom Switch von Game Freaks auf Aura-Gecko so. Deswegen ziehe ich nicht ganz mehr, so halb, weiß ich nicht. Zweites richtiges, so weiß nicht. Da ist die rote Tür, da kann ich aber raus. Da muss ich auch raus. Kreis gedrückt halten und dann hops. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay. Wir sind drin. Ganz vorsichtig. Was gibt's denn hier alles? Aha. Okay. Da ist ein Tresor. Hä? Was ist das für eine Tafel? Da ist die ganze Welt? Oh, die Coopers. Sind noch mehr Waschbären, aber bin das immer ich oder ist das meine Familie oder so? Volltreffer Sly. Hier lagert Inspektor Carmelita Fox alle ihre wichtigen Daten. Ich habe mich in den Sicherheitsgroßrechner der Polizei eingehackt und die Kombination des Safes entdeckt. Versuch es mal mit 937. 937? Okay. Hä? Ah, ich muss mit dem linken Stick eine Rolle auswählen und dann einfach A drücken.
und es zu blättern. Okay. Tada! Die geheime Akte. Gute Arbeit, du hast sie! Wenn du über die Feuerleiter runterkommst und über den Parkplatz gehst, warten wir mit dem Fluchtwagen auf dich. Klingt gut. Super. Ey, was ist denn das? Oh mein Gott, wir hinterlassen so eine Maske dann. Oh, wie witzig. Richtig schön Meisterdieb-mäßig. Schön immer auch die Sache hinterlassen. Das ist so eine Anspielung. Es gab ja wirklich mal so Diebe, die immer Sachen hinterlassen haben. Okay. Verbrecher! Oh, bist du Fox? Alberner Waschbär. Ich hab dich auf frischer Tat ertappt. Ah, Carmelita. Wir haben uns nicht gesehen, seit ich dich in Bombay abserviert habe. Das erinnert mich, du musst den indischen Feuerstein seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Oh, und ich wollte ihn dir geben als kleine Erinnerung an mich. Hey, weißt du, dass diese Bazooka die Farbe deiner Augen betont? Ziemlich verführerisch. Findest du? Die Pistole hat einen üblen Wumms. Den musst du probieren. Könnte deine kriminelle Karriere beenden. Und unser kleines Rendezvous? Dafür haben wir reichlich Zeit, wenn du hinter Gittern sitzt. Ich würde ja noch bleiben, aber ich bin nur auf einen Sprung hier, um diese Akte mitzunehmen. Du hattest sie ja lang genug. Okay, schönes Spiel. Zusammen. Das war schön, dieses... Sly ist lustig. So ein typischer... Ja, ich mag das jetzt schon. Die da miteinander reden, interagieren. Das finde ich jetzt schon cool. Meine Musik ist ein bisschen laut, oder? Alter, was will die da eigentlich? Junge, Junge. Die will mich wirklich ernsthaft verletzen hier. Exit. Okay, raus da. Oh, die Stimmen manchmal ein bisschen doof gemixt. Das war das erste Wieder Level. Einmal hatten meine Gang und ich Inspektor Carmelita Fox. Oh, wie cool ist das gemacht? Müssen. Ich war überrascht, wie gut sie es aufnahm. Endlich. Die geheime Polizeiakte, die ich jahrelang gesucht hatte. Damit konnte ich Rache üben und in den Besitz des Familienschatzes kommen. Es begann, als ich ein kleines Kind war. Ich stamme aus einer Familie von Meisterdieben, deren Geheimnisse über das lautlose Stehlen in einem uralten Buch niedergeschrieben wurden. Dem Buch des Meisterdiebs. Wir spezialisierten uns darauf, nur Kriminelle zu bestehlen, da dies die einzig wahre Herausforderung darstellte und ehrenhafter war, als normale Leute zu erleichtern. Nur wenn du einen Meisterkriminellen bestehlen kannst, bist du ein Meisterdieb. Doch in der Nacht, in der ich das Buch erben sollte, kamen 5 Fremde an unsere Tür. Mein Vater versuchte uns alle zu beschützen, aber die Gaunerbande, die teuflischen 5, überwältigten ihn und fanden bald das Ziel ihrer Träume, das Buch des Meisterdiebs. Das Handbuch unserer Familie über die hohe Kunst der Diebe fiel in ihre schmierigen Hände. Sie zerrissen das Buch in 5 Teile und verschwanden, jeder mit seinem, in die entlegensten Teile der Erde, um dort ihre Verbrechen zu begehen. Verlassen und traurig wurde ich ins Waisenhaus gebracht. Dort lernte ich 2 Typen kennen, die meine besten Freunde und Kollegen werden sollten. Bentley, Technikgenie und erstklassiger Stratege, und Murray, Teilzeitfahrer und Tollpatsch. Wir schworen, die teuflischen 5 zur Strecke zu bringen, meinen Vater zu rächen und das Buch des Meisterdiebs zurückzustehlen. Ich stand vor der härtesten Prüfung meines Lebens. Entweder würde ich dabei auch ein Meisterdieb werden oder den Namen meiner Familie für immer beschmutzen. Wenn das folgende Symbol erscheint, wird dein Spielstand gespeichert. Ach, wie schön ist das denn gemacht? Das war gute Arbeit. Wie schön ist das gemacht? Polizeipräsidium Sly, komm zu mir, wenn du dir einen deiner alten Filme ansehen willst. Okay. Ich habe sie alle auf meinem Computer. Okay. Geh mit dem linken Analogstick im Versteck herum und wähle Dinge mit der X-Taste aus. Okay, also die Stimmen sind leider manchmal leise, in Cutscenes dann doch wieder laut genug. Ist ein bisschen schwierig, die Lautstärke anzupassen. Ich lasse sie jetzt mal so. Ich glaube, so ist ganz okay insgesamt, wenn dann das Spiel auch wieder laut ist oder so. Ist ein bisschen doof abgemixt. Aber hey, Wolf kennt scheinbar das Spiel, oder? Genau, okay, cool. Oh, wie schön wurde denn die Geschichte gerade erzählt. Das ist ja fantastisch. Man weiß sofort Bescheid. Ne, er hat die beiden im Waisenhaus getroffen. Ja, der Vater wurde höchstwahrscheinlich umgebracht. Das Buch ist in 5 Teile zerrissen. Wir müssen die 5 Teile finden.
alles auf den Punkt gebracht. Innerhalb einer Cutscene. Fantastisch. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal um. Die Route zu unserem ersten Ziel ist bereits abgesteckt. Ah ja, hier kann ich meine Mission starten. Ja, das war's. Und ich kann Bentley andrücken. Ja, dann auf in die erste Mission, würde ich sagen. Let's go. Auf der Rückreise von Paris hatte ich genug Zeit, unser erstes Ziel zu studieren. Sir Raleigh, der Frosch. Als junger Mann war der hitzköpfige Frosch von seinem Leben im Luxus gelangweilt gewesen. Aus einer Laune heraus versuchte er sein Glück als Pirat und entwickelte eine gewisse Leidenschaft für dieses Handwerk. Raleigh, dessen Sucht nach Verbrechen immer größer wurde, kam als Chefmaschinist zu den Teuflischen Fünf, wo sein teuflisches Bastlergenie zu ungeahnter Größe heranwuchs. Der verrückte Technikfreak soll sich vor der sumpfigen Küste der Isle of Ra, einem kleinen Island im berüchtigten Waliser Dreieck, aufhalten. Sly Cooper in Tide of Terror. Das ist ja geil gemacht. Wie so eine Serie einfach. Wie cool. Wie cool ist das denn? Lautloser Einsatz? Hä? Okay. Was? Okay, hier sind wir. Ja genau, Wolf, weil du Shop gemacht hast. Ja, genau. Fummelticket. Ah, und schau mal, Wolf. Siehst du das, wie schön das, der Alert jetzt endlich eingeblendet ist? Ha? Viel besser. Jetzt ist es nicht mehr im ganzen Bild, sondern jetzt ist es auch ein schöner kleiner Alert. So, Wolf. Hast du das letzte Fummelticket eingelöst? Dann schaue ich doch mal, was es da Tolles gibt. Ja, diesmal bist du echt dreimal vertreten. Jetzt pass mal auf. Oh nein, was? Crash-Herrscher der Mutanten. Wirklich, wirklich. Gut, also dann haben wir ja unsere Fummeltickets schon wieder am Start. Wir haben Jack and Dexter, Alan Wake, Ratchet and Clank und Crash Herrscher der Mutanten. Du hast ja voll die Jump'n'Runs ausgesucht quasi. Beziehungsweise so Action-Adventure. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant, Wolf. Ja, dann dreimal Wolf, einmal Blubberchen. Wir haben wieder unseren nächsten Fummelstream. Aber im Shop ist auch gerade der Wunschzettel aktiv. Hey, wait. A few seconds ago. Moment, du hast ja schon einen gezogen. Warum wurde denn das nicht angezeigt? Nein, habe ich da jetzt gerade weggeguckt? Wurde der Wunschzettel als Alert angezeigt? Jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. War der auch da? Ich habe es jetzt nicht gesehen. War das als Alert da? Wurde nicht? Nicht, oder? Echt nicht? Echt nicht. Scheiße. Okay. Muss ich kurz gucken, sorry. Redeeming this item shows an alert. Also normalerweise macht das ein Alert. Eigentlich sollte das gehen. Okay, ich gucke aber mal jetzt Redemptions. Das sehe ich hier also nicht. Okay. Das heißt, ich muss in die Redemption History reinklicken. Ah. Gerade das Spiel, was am längsten von denen ist. Ah, im Wunschzettel stecken gerade Star Fox 64, Toy Story 2 und die Sims brechen aus Game Boy Advance. Und was kam raus? Die Sims brechen aus Game Boy Advance. Okay, gut. Das ist unser nächstes Streamprojekt nach Sly Raccoon. In dem Fall, die Sims brechen aus auf dem Game Boy Advance. Okay, weiß ich Bescheid. Der Wunschzettel hat entschieden. Richtig, aber dir wurde es angezeigt, Wolf, oder? Als du es gezogen hast, du müsstest ja dann bekommen haben, was du auch ziehst, ne? Stand dran, oder? Eigentlich. Das müsste ja eigentlich gut geklappt haben, oder? Stand dabei. Super. Und schaut, der Bot schreibt es jetzt auch hier in den Chat rein. Ne? Wolf löst etwas im Shop, ein Wunschzettel und so. Hat auch gut geklappt. Also, hey, es funktioniert auf jeden Fall. Dass es jetzt funktioniert, ist super gemacht. Ist jetzt besser gemacht. Nice. Na, super cool. Ja, danke, Wolf.
Hier, der pumpt wieder raus, der liebe Wolf. Das ist der absolute Wahnsinn. So, und normalerweise müsstest du jetzt auch 30 Tage Cooldown haben, was den Wunschzettel angeht, glaube ich. Ja, genau. Normalerweise schon. Genau, normalerweise schon. Okay. Mhm. Hat gut geklappt. Coole Sache. Mhm. Sorry, wir spielen gleich. Ich bewege mich gleich. Aber es sind hier neue Funktionen. Ich muss das erstmal abchecken, dass es hier alles tatsächlich gut geklappt hat. Muss erstmal hier das alles gucken. Deswegen, sorry. Mhm. Das finde ich super mit dem Alert im Chat. Oder? Ne? Das ist auch fantastisch. Genau, einfach Ausrufezeichen Münzen, dann siehst du auch noch, wie viele du hast. Das ist perfekt. Genau. Okay. Sehr, sehr geil. Hat alles gut geklappt und wir spielen tatsächlich Sims brechen aus. Es wird zufällig gezogen aus dem Wunschzettel, ja. Der Wolf hat es einfach gezogen und der Bot entscheidet ganz zufällig, welches Spiel kommt da raus, was eingetragen ist. Ja. Mit dem Wunschbrunnen könnt ihr selber Wünsche reinpumpen. Und vielleicht packe ich die dann in den Wunschzettel und dann ist das so zufällig und alles ist cool. Ja gut, Sims brechen aus. Coole Geschichte. Ja, super geil. Da müssen wir direkt, was als nächstes kommt. Fantastisch. Wolf, dankeschön. Dankeschön fürs Ausprobieren. Danke fürs Einlösen und überhaupt sowieso. Super cool. So, jetzt starten wir jetzt aber mal richtig los. So sorry. Oh. Hey, Sly, ich habe etwas entdeckt, das den Einsatz ein wenig überkompliziert. Aha. Siehst du dieses fies aussehende Tor? Ja. Es versperrt die einzige Straße zu Raleighs Versteck. Oh nein. Ich probiere meinen Kletterkniff. Okay, aber denk daran, du kannst nur auf bestimmte Objekte klettern. Aha. Rohre oder Seile. Ja, sicher. Wie diese Leiter da? Das ist korrekt. Aber nicht vergessen, Sly, du musst in die Nähe gehen. Und zum Greifen die Kreistaste drücken. Ja, ja. Okay, immer Kreis. Ich mach das schon, solange ich denken kann, Pendley. Ja, und gerade das beunruhigt mich. Lol. Okay, cool. Ich dachte mir so, benutze ich den Wunschzettel nun auch noch oder bleibt es beim Fummelticket? Ja, in dem Fall, jetzt hast du hier voll alles ausgegeben. Aber das ist ja cool, weil ihr habt die sowieso nur noch bis Ende Dezember. Okay. Inzwischen kann ich nur nach mehr Hinweisen suchen. Mhm. Je mehr ich habe, desto leichter ist der Code zu knacken. Okay. Genau, ihr habt die Münzen, die Shop-Münzen sowieso bis Ende Dezember. Nette Gegend hier. Voraussichtlich so 26. Dezember ungefähr. Voraussichtlich. Dann werden die ja sowieso resettet. Deswegen, hey, schön ausgeben, solange ihr die noch habt, oder? Mhm. Das ist eine sehr nette Gegend hier, Wolf. Das ist hier eine fantastische, nette Gegend. Ach so, ich kann einfach so Kreis drücken. Oh, wie cool er sich da langhangselt. Wie geil. Und dann einfach nur X, oder? Okay, einfach nur X. 3 von 20. Okay. Es gibt also 20 so Flaschen. Was, L1? Ah, okay. Ich kann da so einen Fernrohr machen. Das ist auch cool. Aber hier stand gerade... Da steht L1. Warum? Ach so, er sagt dasselbe nochmal, okay. Also ich kann einfach durchlaufen. So, was bist du da? Valros? Hämmert da auf dem Schiff rum, warum auch immer. Aha. Nee, aber Wolf, oder? Du kennst das Spiel, oder wie ist das? Ich denke jetzt, also wir können glaube ich nicht schwimmen, oder? Nein. Wollte ich mal ausprobieren. Oh nein! Wie cool! Wollte ich ausprobieren. Ist wichtig, müssen wir wissen. Müssen wir wissen. Wo kommen wir raus? Ah, aus dem Van. Und wir haben Leben. 4 Leben nur noch. Schau an, wir haben Leben. Oh, von vorne, oder? Aha, okay. Okay, da muss man aufpassen, ne? Aber die Münzanzahl ist noch dieselbe, oder? Die wurde jetzt nicht resettet nach meinem Tod. Und die Flaschen bleiben auch weg, okay. So, der kommt wieder weg. Kann ich eigentlich... Ach, R3 ist dasselbe, okay. Sonst die anderen Schultertasten sind nichts. Okay, das ist halt Angriff. R3 fokussiert meine Kamera hinter mich, aber dauert ein bisschen.
Na, immerhin geht's. Und Wolf-Wunsch-Zettel? Gefällt dir, oder? Konzept? Ist cool? Auf jeden Fall hat das gut geklappt, das freut mich. So, Kreis, genau. Das heißt ja immer Kreis. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, glaube ich. Ein bisschen ungewöhnlich. An Klettersachen was drücken zu müssen. Aber kriegen wir hin. Und die Grafik ist toll. Warte, Sly. Siehst du die Suchscheinwerfer? Ein unvorsichtiger Schritt und du wirst gnadenlos gegrillt. Genug gejammert. Los geht's. Ich denke nur an dein Leben, Partner. Zu deinem Glück habe ich diese Signalgeber in Raleighs Festung versteckt. Wenn du dich einem davon näherst, okay. Wie hast du das denn da versteckt? Okay, Checkpoints. Verstanden. Finde ich super. Ist eine süße kleine Lotterie, oder? Ne? Dachte ich auch. Ist doch eigentlich ganz cool. Eine kleine Lotterie, ja. Bisschen gamblen. Oh, oh, oh! Okay, krass. Wir wurden erwischt, aber es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Huch! Oh Gott. Oh mein Gott, der schmeißt mit Sternen. Einfach Sterne? Hä? Irgendwelche random Sterne? Was ist das denn? Ich finde echt, das Spiel ist gut gealtert. Was von der Grafik? Das ist Cell-Shading. Cell-Shading-Grafik altert so gut wie gar nicht einfach. Guck mal, wie gut das noch aussieht, finde ich. Voll cool für 2002? Ja, überleg mal. Da oben sind Flaschen, aber ich wüsste nicht, wie ich da hinkomme. Hm. Da oben. Da. Weiß aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Crazy shit. Was, ich kann den Zaun beklettern? Nee, natürlich nicht. Sly ist ein tolles Spiel, ja voll. Im Moment auf jeden Fall, das gefällt mir voll gut. Das ist ein Checkpoint. Aktiviert sich von alleine? Okay, aktiviert sich von alleine wohl.